Im Herbst 2010 rollt der fast neue Mazda 5 als Nachfolger des ersten Mazda 5 in die Schauräume. Die erste Modellgeneration war insbesondere bei Familien sehr beliebt. Seit der Markteinführung der ersten Generation im Jahr 2005 haben sich weltweit 500.000 Kunden für den Mazda 5 entschieden. 175.000 davon allein in Europa. Die neue Generation soll nun noch besser sein und punktet neben der hohen Qualität besonders wegen der familienfreundlichen Schiebetüren und einer hohen Variabilität des Innenraums. Aber zuerst einmal hat sich außen etwas getan. Die von Mazda Nagare genannte Formensprache soll das Blechkleid noch ansprechender gestalten und erinnert an fließendes Wasser. Ein neues Familiengesicht erinnert an den schon vorgestellten Mazda 3. Die Heckleuchten sind nun horizontal angeordnet. Auch der Innenraum wurde komplett neu gestaltet. Armaturentafel, Mittelkonsole, Lenkrad, Sitze, Materialien, Farben und Sitzbezüge machen einen ordentlichen und wertigen Eindruck. Der neue Mazda 5 bietet Platz für bis zu 7 Passagiere und eine Vielzahl möglicher Sitzkonfigurationen. Die Sitze können unabhängig voneinander im Fahrzeugboden versenkt werden und bieten somit einen ebenen Boden für größere Transporte. Dem überarbeiteten 1,8 Liter MZR Benzinmotor stellt Mazda im neuen Mazda 5 einen neuen 2,0 Liter Benzindirekteinspritzer zur Seite. Das Vierzylindertriebwerk ersetzt den bisherigen 2,0 Liter Benziner, ist mit der von Mazda entwickelten Start-Stopp-Automatik ausgerüstet und verbraucht gegenüber dem Vorgängermotor deutlich weniger Kraftstoff. Eine Vielzahl an Neuerungen am Fahrwerk, in der Navigation oder zum Beispiel dem Fußgängerschutz machen den neuen Mazda 5 auch weiterhin zu einer festen Größe im Segment der Familienvans und zu einem Hingucker auf den Straßen.